Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflussen die Sterne unseren Tag? Heute am 10. August 2017. Mond bewegt sich im Tierkreiszeichen Fischen. Die alten arabischen Astrologen beschreiben die Tag so ähnlich wie gestern. Wir haben Sieg über unserem Feind und wir sollen auf die kleinen Dinge achten im heutigen Tag, weil da liegt das Glück. Und was sind diese Feinde? Das kann auch unseren eigenen Gefühlen sein, wie Schuldgefühl, Zweifel oder Ängste. Und genau diese Gefühle sollen wir verabschieden. Und dabei hilft auch gerade die abnehmende Mondphase. Der Einfluss von Sternbildern im heutigen Tag ist die Fluss Eridanus und das Stern Achenar bedeutet das Ende des Flusses. Das heißt, das Ende sehen. Was wollen wir erreichen? Ziele setzen. Und auf diesem Vorstellung bleiben, dann kommt das alles im Fluss. Und wie wirkt es auf dem einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben heute Glück. Das erzähle ich auch in meiner Glücksenergie. Und sie sollen auf ihren Intuitionen, auf ihren Visionen und Träumen hören, weil das ist die beste Ratgeber heute. Die Fischengeborenen haben nicht nur in Finanzen Glück, auch in einer rechtlichen Lage, besonders wenn es um Erbschaft handelt, sondern die Fischengeborenen haben auch Glück in die Liebe, Partnerschaft. Und es ist auch sehr wichtig, die Liebe, Partnerschaft gerade. Und die Einflüsse von außen unterstützt gerade auch ganz gut die Fischengeborenen. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen sind kleinere Veränderungen da. Langsam bewegt sich etwas. Bei den Wiedergeborenen ist es gerade eine Wende. Veränderungen, Umbrüche, es hält sich noch etwas zurück, aber so kleinere Veränderungen sind jetzt schon spürbar. In den kommenden Tagen kommt mehr Bewegung und wird auch Glück da sein für die Wiedergeborenen. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist ein wichtiges Thema die berufliche Situation. Und da haben die Stiergeborenen Orientierung, da bewegt sich auch etwas. Es sind Möglichkeiten, Chancen da. Ein Termin oder ein Vertrag, eine gute Nachricht, kommt alles im Fluss, auch die Finanzen. Aber nicht nur da gibt es Stabilität und Bewegung bei den Stiergeborenen, sondern eine gute Zeit auch bei der Liebe, Partnerschaft. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist ein wichtiges Thema Beruf, Berufung und es ist ein Aufstieg und da bewegt sich etwas in die richtige Richtung. Heute sind noch Einschränkungen da und die Zwillingsgeborenen fühlen sich gerade unsicher oder sie sind gerade aus dem Gleichgewicht geraten, aber in den kommenden Tagen kommt Begeisterung und haben auch Vorteile und eine bessere Energie, etwas Neues zu beginnen. Im Allgemeinen ist aber ein Aufstieg. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist ein wichtiges Thema Liebe, Partnerschaft. Und es kommt zum Erfüllung und sie sollen in diesem Vision bleiben. Und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Bei Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist wichtig die Gleichgewicht. Es ist nicht nur das innere Gleichgewicht gemeint, sondern abwiegen. Wo dürfen Sie etwas sagen? Wo sollen Sie eher schweigen? Wo sollen Sie aktiv sein? Wo eher zurückhalten? Und das, was die Löwengeborenen zurzeit ausbalancieren. Heute sind eine gewisse Unsicherheit da oder Unklarheiten, aber in den kommenden Tagen kommt etwas in Bewegung, sind wieder Chancen, Möglichkeiten da und auch Begeisterung, Klarheit, Orientierung,
Kraft und Mut. Ein Nachkrieg kehrt oder eine Person kehrt auch zurück und das ist ab 1. September zum Erwarten, aber das mal vom im Vorfeld zum Erwähnen. Bei Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen sind Kontakte, Gespräche. Sie bringen ihre Finanzen in Ordnung, dann orientieren viele Jungfrau-Geborenen beruflich neu. Sie möchten sich beweisen und das ist die Zeit, wo sie zeigen können, was sie alles erreichen können aus eigener Kraft. Sie möchten sich durchsetzen, gerade im Leben. Und diese Möglichkeiten bekommen die Jungfrau-Geborenen. Und in Liebe, Partnerschaft haben sie auch Glück. Heute sollen auf dem inneren Gleichgewicht achten. Und in Finanzen sollen etwas bewusst wahrnehmen, weil das kann auch Glück sein, dass die gerade Gewinn machen. Aber achten auf die Gefühle, wann ist die richtige Augenblick zum Handeln. Darüber erzähle ich auch Näheres in meiner Finanzenergie. Bei Tierkreiszeichen Waagegeborenen ist etwas in Bewegung, also Vergleich in vergangenen Tagen kommt eine langsame Bewegung. Und es ist die vertraute Umgebung oder kleine Reise. In die nächste Zeit wird wichtig sein, die Werte, das eigenen Selbstwertgefühl, und da brauchen die Waagegeborenen die inneren Ruhe, die inneren Gleichgewicht, aber auch die Finanzen in Ordnung zu bringen. Es ist vielleicht nicht heute, aber in die nächste Zeit wird das die Thema sein bei die Waagegeborenen. In einer rechtlichen Lage haben die Waagegeborenen Glück, Möglichkeiten, Chancen bekommen sie auch und in einer bestimmten Situation kommt gerade Klarheit und das ist auch ein Vorteil für die Waagegeborenen. Bei Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen kommt etwas in Bewegung und sie haben die Sicherheit, Stabilität, dieses Gefühl und sie werden ganz, ganz mutig handeln in die kommenden Zeit und setzen etwas in Bewegung. Wichtiges Thema ist auch die berufliche Situation, die finanzielle Lage. Sie brauchen Sicherheit, Stabilität. Viele Skorpiongeborenen gründen Familie oder verändern etwas im wohnlichen Bereich oder haben gerade einen Umzug. Bei Tierkreiszeichen Schützengeborenen sind ein gewisse Einschränkungen da heute und das bringt die Schützengeborenen im Augenblick aus dem Gleichgewicht. Aber in den kommenden Tagen kommt wieder die Kraft, die Mut, die Begeisterung. Also nicht aufgeben, es verbessert sich etwas. Die Schützengeborenen haben Sehnsüchte, Wünsche, Ziele und das sollen sie auf keinen Fall aufgeben und auf ihre innere Stärke vertrauen. Bei Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist wichtig, ein gewisses Gleichgewicht zu halten. Das habe ich in vergangenen Tagen schon erwähnt. Die Energie ist dasselbe noch. Pflichten, Arbeit, das auch erledigen, aber nicht vergessen die Freizeit, die Lebensfreude, weil dieser Lachen gibt Kraft. Gerade bei den Steinbockgeborenen. Die Steinbockgeborenen werden heute etwas beenden oder loslassen, verabschieden oder kündigen und es ist eine Art Befreiung gerade bei den Steinbockgeborenen und es sorgt dafür, dass sie ihren inneren Mitte finden. Bei Tierkreiszeichen Wassermann geboren ist wichtiges Thema die Liebe, Partnerschaft, auch wenn noch einige Unklarheiten, Unsicherheiten da sind, trotzdem ist die Thema Nummer 1 die Liebe. Viele Wassermanngeborenen befestigen etwas in bestehende Partnerschaft, andere sind etwas unsicher und orientieren sie sich neu, auf jeden Fall bringen sie das in Ordnung. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.